Herzlich willkommen auf dem Wunderhof und bei einer neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und es hier sind meine zwei kleinen Freunde Pedro und Rosa, die mir dabei helfen, Dinge so zu erklären, dass sie auch für Anfänger leicht verständlich sind. Ja, ich habe in den letzten Wochen viel Zeit damit verbracht, so meine alten Arbeiten mal zu sichten, zu schauen, was ich vielleicht noch brauchen kann oder was vielleicht auch nimmer, und bin dabei auf diese Zeichnungen bzw. Gemälde gestoßen und habe mir gedacht, das ist ein Medium, das würde ich euch gerne mal vorstellen. Und zwar Pastellkreiden oder Ölpastellkreiden. Die sind wahnsinnig praktisch, weil man damit nicht nur zeichnen, sondern auch großflächig malen kann. Und am schönsten daran ist, dass man keine Lösemittel oder auch kein Wasser braucht. Das heißt, man kann mit Kreiden überall zu jeder Zeit zeichnen und auch malen. Man hat keine Umstände damit. Und das Einzige, was man beachten muss, ist, dass man sie hinterher ein bisschen fixiert, damit der Oberfläche nichts passiert. Und wie Kreiden funktionieren, was man alles damit machen kann, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Gut, dann schauen wir uns zunächst einmal an, wovon wir überhaupt sprechen. Ich habe es euch schon hergerichtet, bloß dass ihr mal ein bisschen einen Eindruck bekommt. Das ist Pastellkreide und das ist Ölpastellkreide. Und den Unterschied müsst ihr euch ungefähr so vorstellen wie Tafelkreide oder Straßenkreide, ne, diese pudrigen Kreiden, im Gegensatz zu Wachsmalkreiden, die man ja auch aus der Schule kennt. Das ist vom Prinzip her ganz ähnlich. Und alle diese Sachen werden so hergestellt, dass Farbpigmente genommen werden und dann mit bestimmten Bindemitteln versetzt werden, damit man sie dann eben in so eckige Stifte oder so runde Stifte pressen kann. Und bei der Pastellkreide sind diese Bindemittel ganz, ganz wenig. Was genau drin ist, weiß ich nicht. Ich bin da kein Experte, aber es dürfte mit Sicherheit irgendein Gummi oder irgendein Leim dabei sein. Und bei der Ölpastellkreide ist halt neben diesen Bindemitteln eben auch noch Öl drin, so wie bei den Wachsmalkreiden eben auch Wachs drin ist. Wie gesagt, die genaue Zusammensetzung weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen, aber man merkt sofort, wenn man die Farbe aufträgt. Dann ist Pastellkreide meistens in so viereckige Kreiden gepresst, während die Ölpastellkreide normalerweise in runden Stiften daherkommt. Und es gibt Pastellkreide, gibt es eben auch in Stiftform. Ich zeige euch gleich, wie man dann damit umgeht. Es gibt bei den Kreiden, genauso wie bei allen anderen Farbmedien, gibt es Pigmente, die sehr stark decken. Und es gibt Pigmente, die weniger stark decken. Das kommt auch beim Zeichnen und Malen mit Pastellkreide zum Tragen. Also da muss man sich auch mit den gleichen Problemen rumschlagen wie bei allen anderen Medien. Ja, und dann gibt's auch Kreiden, die eben weicher sind, die schneller abreiben. Und es gibt Kreiden, die härter sind. Das müsst ihr einfach dann immer ausprobieren, welche von den Farbtönen das sind. Und mit der Zeit kriegt man das ganz einfach raus. Ja, dann schauen wir uns als nächstes mal den Farbauftrag an. Mit Pastellkreide funktioniert das tatsächlich genauso wie das Schreiben oder Malen an der Tafel mit Kreide. Man kann Striche machen, man kann mit der breiten Seite von der Kreide, deswegen ist es eben so toll, wenn man praktisch auch malen möchte, kann man ganz großflächige Farbflächen anlegen. Bei der Ölpastellkreide funktioniert das nicht ganz so schön. Hört man schon am Geräusch, ne, dass das viel weicher ist. Aber man muss sich halt auch mehr anstrengen, dass eben die Farbe aufs Papier geht. So, und dann kann man Pastellkreide mit dem Finger ganz leicht verwischen.
Und dann kriegt man eben durch das Verwischen unter den Strichen eine gleichmäßige farbige Fläche, während bei der Ölpastellkreide, da merkt ihr schon, das geht eigentlich gar nicht. Also da muss man dann tatsächlich viel mit den Stiften arbeiten, halt wesentlich stärker aufdrücken. Und das ist halt so auch der Zauber von Pastellkreide jetzt im Vergleich zur Ölpastellkreide. Ist aber von der Bildabsicht her, ist ganz wichtig, ist immer unterschiedlich. Ne? Wenn ich diese Wirkung haben will, bin ich natürlich da damit zufrieden. Und wenn ich die haben will, bin ich da damit zufrieden. Ja, dann, wie gesagt, man kann die Kreide dann auch mehrfach übereinander auftragen. Dann wird natürlich die Farbe wesentlich kräftiger, ne? Und da ist der Vorteil bei der Ölpastellkreide wieder, dass die Fläche richtig zudecken kann. Während bei der Pastellkreide wird man sich hart tun, dass man so eine ganz glatte, leuchtende Fläche herkriegt. Dann nehmen wir mal eine zweite Farbe dazu. Wenn man sie übereinander aufträgt, kriegt man ähnliche Mischungen, so wie man das zum Beispiel auch in der Aquarellmalerei hat. Wie so, als würde man so Transparentpapiere übereinander legen. Merkt ihr schon ganz deutlich, da ist das ein Riesenunterschied. Ne? Das ist einfach viel leuchtender, die Ölpastellkreide. Kann man dann auch wieder verwischen. Dann hat man so einen leicht violetten Ton. Dann kann man nochmal drüber gehen. Es ist natürlich nur so, dass irgendwann das Papier so gesättigt ist, dass sie eben keine weitere Schicht mehr aufnehmen kann. Und im Endeffekt passiert dann Folgendes. Man reibt eigentlich nur noch die oberste Schicht weg. Und mit der unteren. Und es deckt halt nicht mehr so arg drüber. Wenn ich da jetzt nochmal drüber gehe, merkt ihr schon, dann reibe ich die untere Schicht weg und es passiert eigentlich von der Mischung her nicht mehr so viel. Gut, dann kann man, wenn man dieses Wischen mit dem Finger nicht leiden kann, was ganz viele Leute eben nicht ausstehen können, kann man auch Folgendes machen. Man kann mit verschiedenen Instrumenten hergehen, zum Beispiel mit einem ganz normalen Borstenpinsel, und kann dieses Verwischen einfach mit dem Pinsel machen. Das ist auch eine interessante Technik, aber merkt ihr schon, da wischt man den Staub, den Kreidestaub, wischt man so zur Seite. Da funktioniert das mit dem Pinsel nicht. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel mit solchen Gummishapern arbeiten. Ihr könnt auch mit Papierwischern arbeiten. Gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Also wenn er wirklich sagt, ich möchte mich da drin mal vertiefen in die Technik, da muss man ganz viel experimentieren, um so das zu finden, was für die eigene Zeichen- und Malweise eben interessant ist. Was der Nachteil bei Pastellkreide ist, das ist, dass eben dieser Kreidestaub, dass der auf dem Papier liegen bleibt, gerade wenn man auf einer flachen Ebene arbeitet. Und ihr müsst jetzt ab und zu müsst ihr einfach hergehen und müsst das Papier so abstoßen. Und wenn dann irgendwie so Spuren entstehen, dann wäre es sinnvoll, wenn ihr irgendwie so einen Aquarellpinsel habt oder einen Make-up-Pinsel, dann kann man das, die Reste, so ein bisschen noch auf die Seite wischen. Und wenn das auf dem Tisch liegen bleibt, kann man das dann einfach mit einem feuchten Lappen oder mit einem Küchentuch kann man das hinterher ganz gut abwischen.
Radieren könnt ihr bei der Pastellkreide auch. Und zwar braucht ihr da am besten so einen Knetgummi. Und der funktioniert eigentlich ganz schön. Da kann man dann, wenn man so über die Ränder vielleicht rausgemalt hat, kann man die noch sauer machen. Man kann auch versuchen, dass man da ein bisschen wieder eine Schicht runterbringt, aber so ganz raus wird er das nicht mehr bringen. Also ich persönlich nehme so einen Knetgummi wirklich nur, wenn ich irgendwie so am Rand ja halt so scharfe Ränder haben möchte oder so. Und ansonsten versuche ich das einfach mit dem Finger auch zu lösen. Und was noch der Nachteil ist, vielleicht ein bisschen, das ist, dass man die Pastellkreide auf jeden Fall fixieren muss. Man kann zur Not, wenn man am Anfang nicht viel Geld ausgeben will, kann man das tatsächlich mit Haarspray machen. Das habe ich früher gemacht. Und dieses Porträt, das ich euch am Anfang gezeigt habe, da habe ich tatsächlich das einfach mit Haarspray fixiert. Wenn er aber sagt, ich möchte meine Bilder länger haben oder ich traue nicht, ob das Haarspray nicht vergilbt, dann würde ich unbedingt spezielles Fixativ für Pastellkreide kaufen. Ich zeige euch ja, was passiert, wenn man da jetzt mit einem Fixativ drauf geht. Ihr seht schon, dass die Farbe jetzt ganz dunkel wird und dass auch die Farbwirkung sich verändert in dem Moment, wo ich das Fixativ drauf tue. Das braucht ihr nicht fixieren, die Ölpastellkreide. Da müsst ihr höchstens, wenn ihr die lagert, müsst ihr vielleicht irgendwie nicht klebendes Tuch dazwischen legen, weil das bleibt so, wie es ist. Und das ist bei der Pastellkreide, aber muss ich ehrlich sagen, finde ich immer das Spannende, dass das ähnlich wie beim Aquarellmalen, dass dadurch dann Effekte entstehen, mit denen ich dann wieder arbeite. Ne? Ihr seht schon, dass die Farbe so an manchen Stellen durch das Fixativ so ein bisschen zusammenklumpt, dass da eben Strukturen entstehen. Und das ist natürlich was, mit dem kann man dann hinterher arbeiten. Gut, bevor ich jetzt mit kleinen Motiven noch weitermache, möchte ich euch noch kurz zeigen, wie man Pastellkreide spitzt. Weil, habe ich ja gerade schon gesagt, die gibt's auch in Stiftform. Aber das Problem ist, dadurch, dass die so brüchig ist, kann man die eben nicht mit einem normalen Spitzer spitzen, sondern man muss das so ganz altmodisch mit so einem Messer spitzen. Und zwar funktioniert das ganz einfach. Ihr müsst ganz vorsichtig und wichtig immer das Messer vom Körper weghalten, sage ich in jedem Kurs, ganz gefährlich. Ihr nehmt den Stift, dass der Finger da ja hinten ist, dass er euch nicht schneidet, und drückt dann vorsichtig das Messer so mit so einem Schwung nach unten an der Mine entlang. Und da muss man echt vorsichtig sein, weil die halt einfach leicht brechen, diese Minen, wenn man sie dann vom Holz befreit und wenn man zu stark Druck ausübt. Dann kann es euch passieren, dass er 3-4 Mal spitzt, bevor er halt dann, das war jetzt der Vorführeffekt, bevor das passiert. Also da halt extrem vorsichtig sein, wenn er die freilegt, weil das halt gern passiert. Und wenn er die Mini dann freigelegt habt, dann könnt ihr die an einem Schleifpapier, das ist so ein Schleifpapier für Kohlestifte, könnt ihr die noch in Form spitzen, so wie ihr die halt braucht. Ich mag es eigentlich gar nicht, weil die Kanten, die da entstehen, die taugen mir vollkommen, aber das funktioniert eben auch. Und da braucht ihr auch keine Sorge haben, das wird auch nicht kaputt, dieses Schleifpapier, das könnt ihr einfach mit so einem Borstenpinsel könnt ihr das wieder rauswischen und dann hält euch das ewig. So, dann schauen wir uns noch die verschiedenen Untergründe an, auf die man mit Pastell- oder Ölpastellkreide arbeiten kann. Und es sind im Prinzip eigentlich alle Papiere,
Ich mag ganz besonders gern auf so gefärbte Tonpapiere arbeiten, aber es hält im Prinzip auf allem, was irgendwie so eine leicht raue Oberfläche hat. Also auch auf Graupappe. Man kann wirklich auf ziemlich viele Oberflächen damit gehen. Das Einzige, wo sie halt nicht haften, das ist natürlich ganz glatte Oberflächen. Da funktioniert das Ganze nicht. Ja, und ich mache euch jetzt so ein kleines Motiv. Einfach damit ihr mal seht, wie man grundsätzlich eben damit arbeitet. So, und zwar gehe ich jetzt mit beiden Kreiden auf so ein graues Tonpapier und ich werde eine kleine Zwiebel malen. Das sind jetzt nicht genau die gleichen Farben, weil ich da die Farbtöne nicht habe dazu. Ah ja, das ist vielleicht auch noch was, eine wichtige Info. Das Farbenmischen funktioniert bei den Kreiden nicht wie bei den anderen Medien, dass man eben aus ganz wenigen Farbtönen alle möglichen Farben mischen kann, sondern da ist es tatsächlich so, ihr müsst die meisten Farbtöne müsst ihr euch kaufen. Also es ist einfach sinnvoll, wenn man einen Kreidekasten mit 48 Farben kauft. Die sind nicht so teuer, aber ihr werdet sehen, das ist wesentlich leichter. Gut, dann fülle ich jetzt einfach breitflächig mal meine Zwiebel aus. Nehme ich lieber die Gelbe dazu noch, damit es ähnlicher wird. Und dann versuche ich jetzt Licht und Schatten herzustellen, indem ich eben in der Schattenseite mit der dunkleren Farbe drüber gehe und dann diese ganze Fläche erst einmal mit dem Finger vermische, sodass eben diese Poren vom Papier zumindest ein bisschen mit diesem Kreidestaub ausgefüllt werden. Da herüben funktioniert das nicht so gut, da muss ich halt einfach meine Farbe dicker auftragen und ein bisschen stärker aufdrücken. Ich kriege natürlich dadurch auch eine andere Farbwirkung, ne? So, dann möchte ich noch ein bisschen dunkler den Schatten. Nehme ich jetzt einfach so eine Komplementärfarbe, das Violett, diese Komplementärfarbe von diesem gelblichen Ton. Und dann kriege ich so eine dunkle Schattenfarbe. Und jetzt möchte ich das Ganze kräftiger. Das ist jetzt ziemlich vermischt. Und jetzt kann ich halt einfach nochmal hergehen und nochmal eine Schicht drüber legen. Und die Mischung kann ich jetzt auch herstellen, indem ich da jetzt mit meiner Kreide nochmal drüber gehe und das Ganze praktisch durch diesen nächsten Farbauftrag verwische. Und da merkt ihr schon, sammelt sich jetzt schon der Kreidestaub, ne? Ich mache das jetzt mal auf die Seite. Genau, und jetzt kann ich da meine Linien auf der Zwiebel vielleicht einzeichnen. Und ich halte das jetzt mal ein bisschen hoch an die Kamera. Da gräbt sich jetzt durch diesen Strich gräbt sich das schon richtig in diese verschiedenen Kreidenschichten ein. Ne? Also das haftet nicht, sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt verwischt die Kreide eigentlich nur noch. Ja, und wie gesagt, jetzt könnt ihr halt hergehen und könnt, wenn ihr das glatter haben möchtet, könnt ihr das mit so einem Gummipinsel machen oder mit einem Papierwischer. Ihr könnt es nur stärker zum Rand hindrücken. Und das da unten, wo ich so drüber gemalt habe,
Das kann ich natürlich jetzt gut mit so einem Radiergummi wegnehmen und lege vielleicht noch ein bisschen so einen Schatten drunter. Und dann kann ich natürlich eben jetzt auch mit einem Stift, kann ich natürlich jetzt auch so ganz detailreich noch arbeiten damit. Genau, dann schauen wir uns noch die andere Zwiebel an. Da ist die Arbeitsweise eben anders. Und ich kriege durch die Überlagerungen von, weil da kann man im Endeffekt nur durch Staffieren und Übereinanderlagern die Farben verändern, kriege ich ganz interessante Strukturen, die halt auch so ihre ganz eigene Wirkung haben. Also ich glaube, man sieht den Unterschied zwischen den beiden Techniken ganz gut. Und was natürlich jetzt leider jetzt passiert, das ist der Nachteil an der Pastellkreide, wenn man auf dunkles Papier geht. In dem Moment, wo ich jetzt mit Fixativ drauf gehe, wird es ein ganzes Stück dunkler. Das wird zwar beim Trocknen dann schon wieder heller, aber eben nicht mehr ganz so hell, wie es vorher war. Deswegen machen viele Pastellkreidenmaler oder Zeichner machen gar kein Fixativ drauf. Oder aber, so mag's ich fixiere diese erste Schicht und gehe dann her und setze nochmal die ganz hellen Lichter, das habe ich ja bei dem Kreideporträt gemacht, setze die ganz hellen Lichter nochmal vorsichtig drauf und fixiere es aber dann nicht mehr. Aber dann muss man echt ganz arg aufpassen beim Lagern, weil natürlich das total leicht sonst verwischt. Ja, das sind jetzt so diese beiden Ergebnisse von den beiden unterschiedlichen Kreiden. Und jetzt zeige ich euch noch, was man mit einer weiteren Technik mit beiden machen kann. Und zwar kann man mit Pastellkreide super gut auf Aquarellpapier malen und das Ganze dann wie Aquarellstifte mit Wasser vermalen. Während Ölpastellkreiden kann man auf Leinwand malen und kann das Ganze dann mit Terpentin eben auch so verdünnen, dass das eben dann tatsächlich ausschaut wie ein Gemälde. Und ich mache jetzt zur Abwechslung mal einen Apfel, sonst wird es mir langweilig. Ich habe schon ein bisschen hergerichtet. Und das ist halt ganz normaler Aquarellkarton mit 300 Gramm pro Quadratmeter mit einer rauen Oberfläche. Ja, muss jetzt kein wahnsinnig anspruchsvoller Karton sein, weil zum Ausprobieren finde ich immer, muss man jetzt nicht unbedingt schon das allerteuerste Material kaufen. Und da habe ich fertige Leinwand, die kaufe ich immer auf Rollen für meine großen Bilder und da schneide ich halt immer runter, was ich brauche. Genau, und apropos teures Material, wenn ihr Kreiden kauft, ganz egal, ob Öl oder normale Pastellkreiden, dann würde ich schon von namhaften Herstellern kaufen. Da gibt es natürlich Unterschiede. Ne? Es gibt so Künstlerkreiden, da sind die Pigmente wesentlich besser. Und es gibt Studio-Farben, so das gibt es bei praktisch jedem Medium. Aber diese ganz billigen, die man oft beim Discounter kriegt, die sind mit so viel Bindemittel versetzt. Da habt ihr dann vom Farbabrieb her, habt ihr dann halt ganz schlechte Farben. Und da ist halt immer die Frage, lohnt sich das, wenn man dann dabei bleibt, weil dann kauft man zweimal oder man probiert halt vielleicht bei einem Freund oder bei einer Freundin zuerst einmal und kauft sich dann aber gleich von einer namhaften Firma diese Kästen mit 48 Farben, weil dann ist man auf der sicheren Seite. Aber das ist natürlich nur ein Ratschlag, das müsst ihr nicht machen. Okay, mein Apfel soll den Schatten auch noch diese Seite, nach dieser Seite haben. Gut, dann
möchte ich den jetzt so ein bisschen grünlich mit ein paar gelben Flecken. Ein bisschen Rot soll auch mit drin sein. Und im Schatten nehme ich so ein bisschen Blau dazu. Und auch da zu meinem Grau im Schatten nehme ich ein bisschen Blau dazu. Und dann verwische ich das erste Mal, wie ich es gerade schon gemacht habe, eben auch so mit dem Finger. Ja, und jetzt probieren wir das Ganze aus. Wenn wir das eben verwässern, das eine, die Pastellkreide, nur mit Wasser. Deswegen habe ich eben Aquarellpapier, weil das halt auch geeignet dafür ist, dass es Wasser aufnimmt. Und das da eben mit Terpentin. Und das ist eben auf einer beschichteten, mit Gesso beschichteten Leinwand gemalt. Dann holen wir mal zuerst das Wasser und einen Aquarellpinsel. Und falls ihr schon mal mit Aquarellstiften gearbeitet habt, dann kennt ihr das bestimmt. Das ist ganz ähnlich. Aber es sieht trotzdem anders aus durch diese Strukturen, die drunter noch stehen bleiben. So, und dann machen wir das Gleiche mit Terpentin. Man kann bei beiden Sachen, sobald es jetzt dann trocken ist, kann man natürlich jetzt nochmal drüber gehen und dann hat man drunter eben diese gleichmäßige Farbschicht und oben drüber trotzdem nochmal diesen kreidigen Effekt. Also das ist natürlich jetzt nicht die Standardtechnik, die wollte ich euch einfach bloß zeigen, weil das halt einfach so vielseitig ist. Das Letzte, was ich euch jetzt gerne noch zeigen möchte, betrifft eigentlich nur die Ölpastellkreide. Man kann das mit der Pastellkreide auch machen, aber da wird das Lagern halt echt schwierig. Und zwar ist das eine Bild, das er in der Einführung gesehen hat, dieses abstrakte Bild. Was ich früher immer sehr gerne gemacht habe, am Ende von den Malkursen, war, dass ich so dünne Graupappe gehabt habe und habe den Kursteilnehmern dann die Farbe, die übrig geblieben ist, einfach wild auf diesen Graupappen vermalen lassen mit großen Pinseln. Und dann sind so ganz zufällige solche Blätter entstanden. Also natürlich große Bögen, ich habe es jetzt bloß klein geschnitten. Und mit der Ölpastellkreide kann man ganz wunderbar auf Acrylfarbe malen. Das schaut super aus und es hält natürlich auch, ihr habt da kein Problem mit dem Lagern. Wie gesagt, ihr könntet natürlich das mit Kreide auch machen, aber dann wird es verschmieren, weil das durchs Fixieren, ehrlich gesagt, auf dem Grund nicht gut hält. Also da rate ich euch ganz auch ab davon. Genau. Und dann haben wir halt immer irgendwelche Muster, die man vielleicht drin gesehen hat oder irgendwelche Figuren, die man drin gesehen hat, haben wir dann beim nächsten Mal eben mit diesen Ölkreiden rausgearbeitet. Oder einfach, ja, irgendwelche Muster, die man halt gerade im Kopf hat, dazu gemalt. Und ich finde diese Kombination, ne, wenn die Kreide so unregelmäßig über diese sowieso schon, ja, so geheimnisvollen Strukturen da drunter geht, das finde ich immer wahnsinnig toll.
Ja, das war so der letzte Ausblick, was man halt vielleicht auch noch machen kann. Muss ja nicht immer gegenständlich sein. Wenn es euch übrigens interessiert, es gibt eine Reihe zum Thema meditativ zeichnen und malen. Da arbeite ich auch mit diesen Kreiden. Das könnt ihr euch dann vielleicht einmal anschauen. Ja, und jetzt zeige ich euch noch ein paar Arbeiten, die ich mit Pastellkreide gemacht habe. Also nicht mit Ölpastell, sondern mit Pastellkreide. Einfach, dass ihr halt auch seht, was man damit machen kann. Ja, und dann hoffe ich, dass ich euch jetzt einen Überblick gegeben habe, wo ihr damit was anfangen könnt. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis bald.